Mr. Richfield höchstpersönlich. Hast du dich im Datum versehen heute oder willst du den Zuschauern mal eben erzählen, was gestern war? Dass du komatös in den Ecken gelegen hast vom Wochenende, vom Werder-Spiel, dass du völlig fertig warst, im Rausche noch sozusagen, Ich war überhaupt nicht im bis Rausch. morgens um halb sechs Nee, in nee, Bremen nee, nee. Ich gewesen bin und der hast. Fahrer gewesen. Du bist mit dem Fahrrad gefahren, ja, Nein, aber ich sonst bin könnte der es nicht sein. Fahrer gewesen. Du bist der Fahrer gewesen. Du So. bist der Fahrer gewesen. Ich bin. Ich habe das Bier getrunken. Ich war. Also, Wahrscheinlich. Du bist der ich Fahrer hatte bei gewesen. Bremen dezenten Wutanfall. Ich dachte, ich gehe mal nach oben in den Fanshop und gebe auch mal Geld aus. Da ist die Klimaanlage ausgefallen. Kannst du dir vorstellen, wie heiß das da drin war? 50 Grad plus. Dir lief der Schweiß runter. Dann sitze ich auf meinem Platz, setze ich einen Typ neben mich und ich bin ja schon eine Kante. Der Typ war aber die Statur von Timo. Der saß halb auf meinem Platz mit drauf. Ellbogen bei mir in eine Rippen, Beine schön breit gemacht. Ich habe den irgendwann angeguckt. Ich sage, willst du mich heiraten oder was ist bei dir los? Wilke, warum denn diese Aggressivität? Die habe ich Weil. ja bei der Loge gar nicht. Ja, ich Platz genug. Ich weiß gar nicht, was du Da komme ich ja nicht hast. hin. Nee, da kommst du ja nicht hin. Weißt du, dass wir schon seit 1,5 Jahren, jetzt 2 Jahren reden wir da schon von, dass du in die Loge bist. Da kommst du einen Tag vom Spiel an und du, ich kann, habe die Loge. Ja, ist ja auch nicht schon wochenlang im Vorfeld schon ausgebucht. Da gehen wir auch nicht hin mit den Kunden, ne? Nee, da haben wir auch Spaß. Da steht ja nur so rum. Das ist Aber immer leer. komisch, komisch, dass dann der Nico, den man hier nie sieht, in der Loge da Ja, der vegetiert. Nico, der zeckt sich überall durch. Das ist schon immer so gewesen. Schickt er mir so ein dekadentes Foto, Firma Joanning mit Essen. Nee, ja, da wird eh. Ja. Er ist ein kleines, Hat er dekadentes aber ein Fettnäpfchen. schönes Foto von mir zurückgekriegt, sagt, Nico, du sitzt ja viel zu weit weg vom Spielfeld. Es Siehst du ist. da überhaupt was auf dem Dach? Seit wann hast du denn eine Dachloge? Du, das war das Einzige, was noch frei war, da oben zwischen den Täubchen. Da gab es die Tauben noch mit Gruhen und Brüten noch zu gucken. Ne? Und was anderes konnte ich mir nicht mehr leisten. Die haben mich unten rausgeschmissen, wenn ich nicht bezahlt habe. Ich habe schon mal assoziieren, die Rechnung, assoziieren. Schau, da kriegen wir nie Schöne Geld. Stempel, boff, boff, Stempel, boff, boff. boff. Da habe ich einen schönen Unterschriftenstempel genommen und ach, was herrlich. Nee, du sitzt da rum, da zwischen den ganzen Affen und Maskabilotto vom Publikum. Das habe ich wohl schon gesehen. Sitzt da mitten da. Zwischen den Trainer hast du ja gesessen. Jetzt noch weniger. Zwischen den Trainer hast du doch Habe ich gesessen. noch Tipps gegeben? Wechsel den ein, wechsel den ein. Aber deine Alle sind Bannwerbung läuft traurig. noch im Stadion, ne? Weiß ich nicht. Wie ist das eigentlich, wenn auf einmal, wenn du während des Spiels. Bandwärme, die hast du gesehen. Ja, Meine die. andere aber nicht, ne? Sehr komisch. Welche? Hättest du nach links gucken müssen. Was war da? Das sind 30 Meter steile Bande oben im Mittelrang. Die habe ich echt nicht gesehen. Das ist nicht dein Aber ich Ernst. habe eine Frage. Hallo, das ist nicht dein Ne, habe ich Ernst. wie nicht gesehen. Bist du noch ganz dicht? Wilfried 30 hat mich, nein, Meter. Wilfried hat mich so angestoßen auf die Schulter und sagt: Hier, guck mal, da war gerade diese LED. Und das verblasste so ganz schnell. So, du sagst so: Joanning, auf einmal bzz, hast du so gesehen, das Ja, Geld kam nicht da mehr. müssen wir sowieso noch drüber reden. Genau das nämlich. Da bin ich auch nicht mit einverstanden mit dieser Werbung. Überhaupt gar nicht, weil das ist so kurz und so wenig. Du siehst mich da gar nicht. Aber wir haben 30 Meter Westloge, wo wir aussetzen. Da ist Das war 30 rechts von Meter mir. Mitte. Ich saß nicht bei den Trainern, ich saß gegenüber auf der Haupttribüne. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja, also war es rechts von mir, das habe ich nicht gesehen. Da guckst du doch hin! Nein, ich guck das. Hier ist doch das Stadion! Ja, aber aufs Tor guck ich. Hast du halt eine Matratze? Wo du gesessen hast, dann musst du nach links gucken und nicht nach rechts. Nein. Du hast doch hier gesessen. Hier war doch die Ostkurve, oder nicht? Nein, das ist das Stadion hier. Ja. Leg das mal hin. Ja. Du sitzt hier oben. Genau. Hier ist das Tor. Ja. Hier sitzen die Trainer. Ja. Ich saß hier. Und wenn du da sitzt, dann guckst du da schräg Habe ich hoch ja am nicht hingeguckt. Mittelrang, 30 Meter, Damit ich den nicht. 30 Meter Werbung, Metallschild mit 30 Meter Ronjo drauf. Weißt du, was ein Meter kostet? Nee. Ja, moin, jetzt sehe ich jetzt auch nicht. So, das gibt es ja, du guckst doch da hin. Das habe ich echt nicht gesehen. Okay. Wenn ich jetzt die anderen frage, ich wette, die haben es auch nicht gesehen. Habe ich wirklich nicht gesehen. Jonas, mal gleich eben sagen, die Werbung ist scheiße, kam wieder runter. Dann Ja. bezahle ich es auch nicht mehr. Wenn nicht mal du das, das gibt's doch gar nicht. Also ich schwöre dir, ich habe es nicht gesehen. Warte, das kann. Direkt abschrauben bei Stimmfelde anschrauben. Da Ja, sieht man das nämlich. da sieht man das nämlich, genau. Weil da nicht so viele So, Zuschauer pass mal sind. auf. Das ist jetzt genau aus dem Blickwinkel, wo du sitzt. Nein, ich sitze auf der anderen Wir Seite. sitzen hier, ja, aber das ist doch von der anderen Seite gefilmt. Von hier, von da
in der Position. Nein, das Foto ist von der Trainerbank ausgemacht. Nein, doch. Hier, nein. Die Trainerbank ist doch hier, Mensch. Hier, da, da sitzt du und hier saß mein Kumpel. Nein, ich, saß bisschen, ich saß näher dran. Ich saß, hier war das Spielfeld, ich saß hier. Das kann ich auch nicht sehen, dass du das weg. Das ist hier in der Kurve, ist das. Das ist da, wo deine Loge hier, ist. Da. Genau, ja. Ja, da ist doch da. Da ist meine drauf. Loge, hier. Da. Oh, da ist jetzt schön ein Nacktfoto von dir. Sehen Sie mal von irgendwelchen Astralkörper. Was ist ja, hier kommt ein Auto nach an. Hier kommen jeden Tag 100.000 Pakete und 100.000 dies. Und das geht alles zur Türenabteilung. Und da wird aber nicht eine Rechnung geschrieben, sondern einen halben Jahr nicht. Da stoppen wir nur rein und rein und rein. Und pulvern diese ganze Scheiße. Aber warte mal, alles vorbei. Das war alles scheiße, ich habe mal alles wieder dicht geordnet. Rotzert fast. Was ist denn eine Türenabteilung? Ach, da läuft doch alle hin und vorne nicht. Das ist einfach voll Essig. Das geht mir sowas von auf. Da kommen jeden Tag. Und diese Pakete, die kosten immer gleich einen Tausender. Immer ein Dusi. Du sie hier, du sie da, du sie hier. Und das Geile ist, ne? Dann werden die Pakete hier gestapelt und gestapelt und gestapelt und gestapelt. Sag ich immer, die müssen wir auch mal verarbeiten. Das machen wir noch. Pass auf, da stapelst du sie in der Halle. Dann wird es auch ein halbes Jahr liegen. Hier wird nichts verarbeitet. Was ist denn da für ein Dreck hier? Da können wir den Müll schmeißen. Da brauchen wir nicht mehr. So, schon mal, sie, du sie und du sie und du sie und du sie in Müll. Als wenn ich das interessieren würde. Entschuldigung, warum sagst du das? Nein, das interessiert mich gerade wirklich. Aber wer verursacht das? Timo. Mich interessiert viel mehr, dass du nicht mal die Bande gesehen hast von deiner eigenen Firma. Das ist schon schlimm genug. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Weil ich das nicht gesehen habe. Dann hätte ich dir noch ein Foto geschickt. Man geht doch mit offenen Augen durch die Welt. Aber das ist genauso ein Blindfälscher wie die Leute, die alle auf der Straße fahren, die ein Auto sehen. Aber jetzt stell dir mal vor, da hat Werder dich ganz schön über den Tisch gezogen. Wenn ich das nicht sehe, sehen es ja 44.000 andere auch nicht. Jetzt haben wir schon 44.000 andere gesehen, nur du nicht. Warum lässt du nicht einfach einen Würfel in der Mitte runterhängen? Weißt du, einfach eine das Dach nicht... Wollten sie ja nicht. Wollte ich ja, wollten sie ja nicht. Aber Schalke, da war alles besser. Sag mal ganz ehrlich, hast du schon mal wirklich als Trikotsponsor bei Werder nachgedacht? So wie ernsthaft? Ja. Aber wo liegt ich das? Kann dir auch genau sagen, was das kostet. Ich ohne Flachs. Ich glaube, Wiesenhof hat pro Saison... Nee, nicht pro Saison, in 3 Jahren, glaube ich, 3,5 Millionen bezahlt. 2,5 kostet das, für eine Saison. 2,5 Millionen. Ja. Aber das wäre noch was, da würdest du auch nicht mehr ronnen. Johanning, Innenausbau, da wird ein Foto von dir drauf, oder nicht? Von meinem nackten Arsch. Und sie würden es machen. Oh, sie würden es machen. Trikotsponsor für 2,5 Millionen. Was bieten die denn noch für Sponsorings an? Was gibt's? Also, du kannst alles machen. Du kannst unten drauf auf Würfel, du kannst auf Ecken drauf, du kannst auf ein Tor drauf, oben so steht zu finden. Hier muss der Ball hin, hier muss der Ball hin, hier muss der Ball hin. Dann oben die Anzeigetafel, die kein Mensch sieht, da kannst du auch drauf. Da kostet Vermögen Geld. Da sieht dich aber ja gar weißt keiner. Du, was du. Sprachansagen. Weißt du, was du das hast? Das Tor des Tages wurde präsentiert von Ronjo, dem alten Arschloch. Also, ich sag dir was. Streng geheim natürlich. Oha. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere Jugendspieler ein Großerlebnis haben und mit den Profis einlaufen dürfen. Pass auf. Da hast du eigentlich auch als Großsponsor. Da kann ich auch. Ich kann jetzt auch sagen, mein Sohn etc. Also, die können damit einlaufen. Ja, das geht auch. Aber ich will immer eins sagen, weil du immer also für Träumchen erfüllst, was du immer also machst. Wie wär's denn vielleicht mal? Nur mal eben nur so eine Idee. Muss nicht. Wie wär's denn mal, wenn du mal ein bisschen was deinen Arbeitgeber mal zukommen lässt und dafür mal alle Träume in Erfüllung hebst? Ich habe ja keinen eigenen Schreibtisch. Du kriegst doch keinen eigenen Schreibtisch mehr. Du hast einen gehabt, du bist nie hier gewesen, da warst keiner dran. Das Finanzamt guckt zu, das Finanzamt guckt zu. Du hast ja Homeoffice. Ja, ne? Aber so, du hast da gesagt, dass... So dicke Staubschicht hier oben drauf. Du hast gesagt, ich bekomme hier einen Schreibtisch, dass du schippen kannst. Ja, aber du bist ja trotzdem nie hier. Du bist ja hier immer nur unterwegs und machst ja für die ganze Welt bist du der Wohltäter. Nur nicht für deinen eigenen Arbeitgeber. Der wird nur gemolken und gemolken und gemolken und irgendwann kann er nicht mehr. Das ist er pleite, muss den Laden dicht machen und dann stehst du da und ja, Ronny, du hast 3 von meinen Augen bezahlt. Da habe ich schon für gesorgt. Du kriegst dann eine Stelle, du sorgst für deine eigene Tasche, dafür sorgst du, und zwar immer reichlich. Du kriegst dann Platz im Aufsichtsrat von Suchtenfelde. Ich brauche keinen Platz im Aufsichtsrat von Suchtenfelde, das fehlt mir auch noch, dass ich da jeden Abend jetzt Eierköpfe mitmachen kann, oder was? Ja. Nee, ich bin ja raus. Ich hab dich mal gefragt. Die sind so groß geworden, die haben jetzt ja Sponsoren, ne? Du kannst auf den giganten Spielplatz, kann
kannst du von Bandenwerbung gar nicht mehr sehen. Meine fällt gar nicht mehr auf. Ich bin so ein Banden von dir. Ja, fünf Banden von mir. Ich sehe immer nicht eine. Wie wenn du in Wählerschein gehst. Ich sehe unsere Werbung ja auch nicht. Ich sehe auch immer nie eine, wenn ich da hinkomme. Ich habe dich mal gefragt. Und vor allem das Geile ist, da komme ich da hin, da gucken mich alle doof an und sagen, was willst du denn? Wer bist du überhaupt? Bezahl das ist noch viel schlimmer. Ich bezahle Eintritt. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich muss Eintritt bezahlen. Ihr Pisser, ihr. Ich will euch alle helfen. Alle sind verarscht. Ich schicke jedes Jahr Tausende in Arsch. Tausende in Arsch. Jedes Jahr. Guck sie mal, Ronny, wir müssen spenden. Ja, hier, spende 2, hier, spende 1, spende 5. Jetzt aber mal, ich habe zu dir, was, jetzt sei ehrlich, was hab. Was nee, ist die Wahrheit. Jetzt sei ehrlich, was hast du gesagt, als ich gefragt habe, Ronny, hast du nicht Bock, erster Vorsitzender zu werden? Ja, du nicht ganz dicht bist.